Hallo zusammen, wir grüßen euch. Wir hoffen, es geht euch allen gut und wir begrüßen euch zum zweiten Teil von unserem Jahresrückblick. So, und los geht's. Hier kommen jetzt ein paar Ausschnitte vom Baden-Tippon-Trail. Der beginnt ja auch oben am Rosskopf. Einige kurze Szenen von verschiedenen Abschnitten. Hier sind wir jetzt schon etwas weiter unten. Jawohl. Meine ich die Sektion 2. Gut, 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 gut. Weiter. Da unten ans Halten. Gut. Ziemlich steile Abfahrt, erfordert ziemlich Mut von der Karin. Dann kommen wir jetzt hier zum nächsten steilen Abschnitt. Gerade hier reinlaufen. So. Oh my God! Jawohl, jetzt rein. Gut, gut. Schön gleichmäßig laufen lassen. Sehr gut. Jawohl. Jetzt auch wieder ein Stück weiter unten. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Schwung war auch gut. Oh no! Und hier befinden wir uns auf dem Kantelhöhenweg. Hier ist der Obi von mir zu sehen. Und an dem Tag war noch der Markus auch dabei. So, schöne Tagestour. Da fahren wir heute bis nach St. Peter und wieder zurück. Es sind doch auch einige Stunden, die man da unterwegs ist. Von uns zu Hause und auch wieder zurück sind es etwas um die so 44 Kilometer. Jetzt hier vor der Karin ist der Obi noch zu sehen, dann in Blau der Markus und ich vorne dran. Sehr schöne und abwechslungsreiche Strecke, die Tour. Oh oh. Hier wird es jetzt auch etwas anspruchsvoller vom Untergrund, wie zu sehen ist. Und auch hier am Hang entlang wird es auch etwas schmäler, enger der Weg. Da bin ich jetzt zu sehen vor der Karin. Super! Hier ist jetzt schon die Kirche zu sehen von St. Peter. Da gibt es jetzt eine ordentliche Pause. Hallo Karl. Ja, machen wir von Markus. Hallo Uwe. Hallo Markus. Hallo Karl. Hallo Karin. Hallo. Und natürlich auch feinen Kaffee und Kuchen. Schau mal, gleich ein bisschen mache ich hier. Mach mir rein, ja. Und hier befinden wir uns jetzt aber auch schon auf der Rückfahrt. Ja.
Es freut uns natürlich sehr, dass auch gerade der erste Teil so großen Zuspruch gewonnen hat. Hier ist jetzt der Uwe von mir zu sehen. Wir haben es immer mal zwischendrin an den etwas längeren Bergabstücken mal Bremsen aufgemacht, etwas laufen lassen. Sehr abwechslungsreich, mal Anstiege, eben dann wieder Abfahrten. Also hier im oberen Teil wirklich schön. Ja, wirklich sehr schön hier oben der Wald, die Natur im Südschwarzwald. Abschnitt jetzt ist die Karin mal vorgefahren und wir hinterher. Hier kommt jetzt der Uwe angeschossen. Jetzt biegen wir hier rechts ab, da geht's übers Wildtal weiter. Jetzt gab es hier auch noch mal eine Engstelle, wie zu sehen ist. Und hier sind wir jetzt im Bikepark La Blanc in Frankreich. Das war jetzt mal fällig, da wollten wir schon seit 2 Jahren hin. Dann kommen jetzt hier auch verschiedene Ausschnitte von grünen Quells, blau und auch rot. Wechselt immer wieder etwas ab. Ein sehr schöner Bikepark, hat uns super gefallen.
echt toll abwechslungsreich und vielfältig. Man kann viel miteinander kombinieren von den Strecken. Also wenn man auch da ganzen Tag Essenzeit hat, wird einem nicht langweilig. Als wir jetzt hier das erste Mal da waren, war auch der Ovi mit dabei. Der fährt jetzt hier vor der Karre hin. Zudem haben wir es auch noch gar nicht geschafft, hier alle Strecken, alle Bereiche abzufahren. Hier fährt jetzt die Karin vor mir und wir werden mit Sicherheit das kommende Jahr wieder hierher kommen. Ist von uns ja gar nicht so weit, 1,5 Stunden Fahrt mit dem Auto hierher. Und werden auch eben die anderen Lines erkunden. Jawohl. Hier ist jetzt vor mir der Thomas zu sehen, vorne dran noch der Jim. Das sind jetzt Aufnahmen vom zweiten Mal, als wir dort waren. Und auch ganz interessant, hier im oberen Teil immer wieder mal so Holzelemente, die man aber auch umfahren kann. Und hinter uns in dem Abschnitt ist der Olli und die Karin. Jetzt wieder Karin vor mir zu sehen. Hier jetzt gerade sind wir in einem blauen Abschnitt unterwegs, aber ich finde, es ist auch für Anfänger sehr gut geeignet. Ist natürlich alles etwas geschwindigkeitsabhängig. Umso schneller man fährt, umso anspruchsvoller wird das Ganze, aber das ist ja allgemein bekannt. Jetzt auch hier, blaue Strecke, sind wir im unteren Teil. Hier wird es auch mal ordentlich steil, in diesem unteren Abschnitt blau. Weiß auch jetzt gar nicht ganz genau, vielleicht war das sogar rot. Der Anleger, das Vorderrad eingeknickt auf den Stein. 29 wäre das nicht so. Nicht ganz so wild. Aha. Oh, jetzt habe ich fast im Anleger. Oh mein Gott!
Hier sind wir jetzt auch wieder in einem grünen Abschnitt unterwegs. Blauen Trails sind wir auch mehrfach gefahren, viele Abschnitte. Dann ging es hier für den Obi und für mich auf einen roten Trail. Den kannten wir überhaupt nicht und sind den auch nur einmal abgefahren. Eben auf Sicht. Wussten nicht, was auf uns zukommt, aber mussten das einfach mal fahren. Also roter Trail in Frankreich, das könnte schon etwas anspruchsvoller werden. Mussten auch so zwei, dreimal anhalten und einfach sehen, was da kommt, erst anschauen. Sehr vielfältig hier die Möglichkeiten von den Lines. Muss man relativ schnell entscheiden, welche Linie man nimmt. Aber lief dann besser wie gedacht. Jetzt auch hier rechts ganz interessante Sprünge, aber muss man eben mehrmals fahren, wenn man sich das genauer anschaut. Hier ist jetzt ein Stück vor mir auch noch der Obi zu sehen, stellenweise. Wir haben zwischendrin immer wieder mal etwas gewechselt. Mal bin ich vorgefahren, dann er Abschnitte. Aber für Erstbefahrung lief es eigentlich ganz gut bei uns. Und hier sind wir jetzt am Schluss von der roten Line. Jetzt auch hier die Karin in dem blauen Abschnitt, untere Teil. Hier auch wieder, also immer wieder etwas anspruchsvollere Stellen. Muss man sich auch erstmal trauen,
da das erste Mal drüber zu fahren. Hier kommt man jetzt wieder an den Lift. Funktioniert super. Geht alles schnell und problemlos. In dem Abschnitt hier ist jetzt der Olli vor mir. Das war jetzt auch schon das zweite Mal, wo wir dort waren. War nicht so schnell. Warst du schnell, habe ich Schluss. Dann ging es hier an dem Tag auf die nächste rote Strecke. Also auch Erstbefahrung. Nur einmal runter. Meist eben direkt auf Sicht. War jetzt hier zwar nicht ganz so anspruchsvoll wie die, wo ich mit dem Obi am ersten Mal gefahren bin, aber auch nicht ohne, also man muss aufpassen, wach sein. In dem Abschnitt ist vor mir noch der Jim zu sehen, das ist der Sohn vom Olli. Da hatte ich hier zumindest mal eine grobe Orientierung. Jetzt hier fährt der Thomas vor mir. Die kannten ja die Strecke, die sind sie schon mehrmals gefahren. Jetzt in dem Abschnitt bin ich vorgefahren und der Thomas, der Olli und Jim hinter mir. Und ja, für Erstbefahrung lief es hier auch nicht schlecht. Hier in der nächsten Kurve ist hier zu sehen, führt die rote auf die blaue Strecke. Das sind wir ja hier schon gefahren. Jetzt nochmal schöne Kaffeepause und das war's dann auch schon vor La Blanc. Und hier sind wir schon wieder auf dem Hexentrail. Allerdings waren wir nur einmal dort dieses Jahr. Der liegt etwas südlich von Freiburg. Und sind den dann zweimal runtergefahren. Hier folgen jetzt auch nur einige Szenen, also kurze Ausschnitte aus verschiedenen Bereichen vom Hexentrail. Ja, der Hexentrail hat auch ganz schön gelitten durch den heißen und trockenen Sommer. Also ist ganz schön beansprucht worden. Und wieder würden wir uns sehr freuen über einen Daumen hoch oder gar über ein Abo. Danke!
jetzt ein etwas anspruchsvollerer Abschnitt für die Karren. Relativ steil und laufen eng. Laufen lassen, schön tief gehen. Hier auch laufen lassen. Jawohl. Los, richtig, Bremse auf. Und jetzt hier sind wir schon in der letzten Sektion. Und jetzt hier sind wir wieder mal am Bubelfuchs-Trail. Der beginnt etwas weiter unten vom Roschkopf, sozusagen nach der Sektion 1 vom Baden-Tebrunn-Trail. Hier, wie jetzt auch zu sehen, ist es schon etwas herbstlich und war auch schon kühler an dem Tag. Wetter war aber noch gut, alles trocken. Da hat es ein paar Tage vorher mal kräftig gestürmt, wie hier zu sehen war gerade, der Baum. Und jetzt hier, nach einem kurzen Gegenanstieg, ging es in die steileren Abschnitte. War die Linie schwierig zu sehen, durch die Blätter, nicht ganz so einfach zu fahren. Deswegen waren wir auch etwas langsamer unterwegs hier. Jawohl, jawohl, Bremse auf. So, und jetzt kommen wir auch langsam zum Ende unseres zweiten Teils. Ging lang genug, waren ja auch einige Aufnahmen bzw. Ausschnitte. Und danach, das war jetzt auch eine unserer letzten Fahrten, danach wurde das Wetter ziemlich schlecht, es hat nur noch geregnet, wurde auch kälter. Ja, und dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, das Wetter auch demnächst mal etwas besser wird. Kälte ist ja nicht so schlimm, dass mal wieder auch was Neues, Aktuelles von uns kommt. Dann danke fürs Anschauen und kommt gut über den Winter. Lieben Gruß von Karin und Karl.